16 Jahre ist es nun also her, dass die damals dreijährige Maddie McCann in Portugal spurlos verschwand. Jetzt haben die Ermittler offenbar neue Anhaltspunkte und auf Antrag der Bundesanwaltschaft durchsuchen Ermittler aus Deutschland, Portugal und Großbritannien seit 2 Tagen einen See im Süden Portugals. Allerdings sind die Hintergründe bisher noch völlig unklar. Liegen in diesem See die sterblichen Überreste von Maddie McCann? Hier sondieren die Polizeitaucher, wo sie die Suche unter Wasser beginnen wollen. Spürhunde sind an den Ufern im Einsatz und Kriminaltechniker haben unweit davon ihr Lager aufgeschlagen. Nach 16 Jahren ist der Fall immer noch nicht aufgeklärt. Jetzt führen wieder Spuren zum Arade-Stausee, knapp 50 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem Maddie damals verschwand. Eine sehr unbesiedelte Region, nicht allzu weit von der Autobahn, die von Lissabon nach Faro führt, kaum 10 Kilometer. Es wohnt kaum jemand dort, es ist unbesiedelt, es wäre also ein idealer Platz, um ungesehen einen Körper verschwinden zu lassen. Und davon geht die Polizei jetzt aus. Am 3. Mai 2007 verschwindet die dreijährige Madeleine McCann aus einem Ferienapartment im portugiesischen Praia da Luz an der Algarve. Die Eltern essen währenddessen in einem Restaurant. Es folgt ein bis heute andauerndes Ermittlungsverfahren, wobei Maddies Eltern immer wieder an die Öffentlichkeit gehen, damit ihre Tochter gefunden werden kann. Wir bitten das portugiesische Volk um Hilfe. Unser kleines Mädchen ist immer noch verschwunden. 2020 dann kommt die Staatsanwaltschaft Braunschweig auf einen Deutschen, der bereits im Gefängnis sitzt. Er soll über mehrere Jahre hinweg in Feriendomizile an der Algarve eingebrochen und Mädchen sexuell missbraucht haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass der heute 46-Jährige auch Maddie entführt und getötet hat. Die neuen Hinweise zur Suche am Stausee kommen von den Ermittlern aus Deutschland. Wir haben also konkrete Anhaltspunkte, dass wir dort fündig werden könnten, dass wir dort auf Beweismittel stoßen. Ich hatte schon Spekulationen gehört, dass das irgendwie mit unserem Verdächtigen in Zusammenhang zu bringen ist. Ja, er ist weiter verdächtig bei uns im Verfahren, aber er hat mit dieser aktuellen Suchaktion nichts zu tun. Es sind also keine Hinweise von Christian B. 2 bis 3 Tage soll die Suche nach Beweismitteln am Arade-Stausee dauern, in der Hoffnung, mehr Licht ins Dunkel des spurlosen Verschwindens von Maddie McCann zu bringen. Please continue to pray for Madeleine. She's lovely. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.